In dem Video zeige ich euch, wie ihr die lilane und die schwarze Jogger bekommen könnt. Und ja, der letzte Job ging irgendwie nicht mehr, beziehungsweise ging nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen neuen für alle Plattformen. Nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die lilane Jogger bekommt. Ich erkläre euch das Ganze und was ihr dafür machen müsst, ist erstmal in die Videobeschreibung gehen und erstmal hier den Powerplay 7, also VII, markieren zu jeweils eurer Plattform, PC, Xbox und PlayStation. Je nachdem, was ihr spielt, markiert euch das Ganze, geht in den Kleiderladen und überprüft erstmal, ob ihr, wie gesagt, Handschuhe habt. Wenn ihr Handschuhe habt, dann könnt ihr auch direkt loslegen. Ansonsten kauft euch mindestens ein oder zwei Paare. Dann geht ihr auf den Job, schon markiert, geht hier auf Last Team Standing und hostet euch, wie gesagt, den Powerplay Job. In meinem Fall ist jetzt hier und den hosten wir jetzt. Und zwar Powerplay. Und dann ladet ihr euren Freund ein oder halt on random, geht auch. Wie gesagt, der Random darf aber halt den Glitch nicht machen, sondern halt nur ihr. Und dann let's go. In meinem Fall hat mir der Poldi geholfen. Grüße gehen raus. Unten in der Beschreibung sollte der Poldi mal vorbeischauen. Auf jeden Fall, wie gesagt, geht es dann jetzt erstmal weiter. Wir sind im Job angekommen. Sind dann, da müssen wir nichts weiter tun, außer Stil, Accessoires, Handschuhe. Einmal hier ein bisschen wechseln. Und dann verlassen wir über das Handy, wie gesagt, den Job. Dann sind wir im freien Modus angekommen, dann könnt ihr, wie gesagt, euch zum Kletterladen begeben und euch das Outfit abspeichern. In meinem Fall habe ich dann hier einfach mal überschrieben und habe dann hier abgespeichert mein orangenes Outfit. Und wenn wir jetzt das Lilane haben wollen, muss der Freund natürlich uns hosten und da kommt auch die Einladung direkt vom Poldi reingeflattert. Die nehmen wir direkt sofort an und gehen direkt weiter. Im Job angekommen, bekommen wir jetzt die lilane Jogger und den lilanen Helm, da der Freund gehostet hat. Und dann geht es jetzt auch weiter, machen wir wieder Accessoires, Handschuhe, wechseln wieder die Handschuhe. Haben wir das gemacht, verlassen wir wieder den Job und anschließend begeben wir uns wieder zum Kleiderladen und speichern das Ganze ab. Und dann, wenn ihr das abgespeichert habt, dann müsst ihr da nichts weiter tun, dann habt ihr alles gemacht. Dann könnt ihr das Outfit noch euch beliebig anpassen. Ihr könnt den Helm, den Oberkörper wechseln. Ihr könnt es ausziehen. Ihr könnt es anziehen. Ihr könnt die Handschuhe wechseln. Ihr könnt die Schuhe wechseln. Ihr könnt auch Masken drauf machen. Ihr könnt Teleskop-Glitches verwenden, um dann noch nice Outfits draus zu machen. Macht es, worauf ihr Lust habt. Und dann ich bin für meinen Teil erstmal raus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Euer Zockerbeast91. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und ciao.